Heute erwartet dich ein Überblick über das Jahr 2024. Wir werden astrologisch ein bisschen schauen, auch ein bisschen in die Numerologie. Wir werden darauf eingehen, was Deutschland, Österreich und die Schweiz zu erwarten hat. Und ein Wort werde ich auch zu den USA sagen. Ja, also ein großes Paket von Informationen erwartet dich heute. Und was soll ich sagen? Fangen wir an. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Dies ist mein neuestes Buch, Das kosmische Wissen von Andromeda. Du findest den Link unter meinem Video. Ja, und heute schauen wir mal zwei spezielle astrologische Dinge an, die nächstes Jahr eine große Bedeutung haben könnten. Und zwar wird ja Pluto am 21. Januar aus dem Zeichen Steinbock in das Zeichen Wassermann hineinziehen und er bleibt dann 248 Jahre erstmal da drin. Das heißt also, eine ganz große neue Epoche kommt auf uns zu. Und im April haben wir die Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stierzeichen. Das sind diese zwei Punkte, die ich gerne mit euch anschauen wollte. Natürlich werde ich euch auch auf Telegram über das Jahr 2024 immer wieder informieren, was los ist, was zu beachten ist. Da habt ihr auch eine schöne Gemeinschaft in unserer Gruppe. Ich habe ja den Kanal und die Gruppe, wo wir uns gegenseitig austauschen können. Und schau ja, gehen wir mal hin. Politik und Gesellschaft. Der Wechsel von Pluto in den Wassermann könnte zu tiefgreifenden Veränderungen in der Politik und Gesellschaft führen. Also wir sind ja schon dabei in diesen Veränderungen und das heißt also, es wird jetzt nochmal bestärkt, dass sich da was tut. Und es ist auch möglich, dass wirklich ein Wandel der Machtverhältnisse ja zustande kommt. Alte Strukturen werden zerbrechen und neue werden erstehen. Alte Parteien und politische Systeme könnten zerbrechen und daraus könnten dann neue entstehen. Europa insgesamt könnte mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, wie zum Beispiel einer Zunahme von Extremismus und Gewalt. Es könnte auch dadurch eine neue Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern entstehen. Also das ist diese Pluto-Energie, die jetzt da auf uns zukommt. Und in der Wirtschaft können sich tiefgreifende Veränderungen ergeben. Und es ist möglich, dass dann auch neue Technologien und Geschäftsmodelle daraus entstehen. Wir haben ja diese neue Richtung erkennen Sie ja, das hat viel mit künstlicher Intelligenz und Robotik zu tun. Also alles Dinge, mit denen wir vielleicht gar nichts zu tun haben wollen, aber das ist irgendwie so in der Luft und wird also da wichtig werden. Dann haben wir, wenn wir die Gesellschaft mal anschauen, da ist viel in Bewegung und es kommen auch viele neue Ideen. Ein Werte der Wandel, also es hat ja jetzt schon angefangen, ein Werte der Wandel und Normen geht gerade so einher und die Gesellschaft, unsere Gesellschaft könnte sich dadurch in eine ganz neue Richtung entwickeln. Wichtig ist es für uns Lichtarbeiter, dass wir da dabei sind und wirklich diese eine gute Zeitlinie, der die große Kraft geben, dass wir also Frieden und Licht und Liebe auf die Erde bringen. Das ist unsere Arbeit. Politische Auswirkungen kommen durch Jupiter. Der bringt Expansion und Wachstum ins Spiel, während Uranus für Rebellion und Unkonventionalität steht. Das heißt, die Konjunktion dieser beiden Planeten könnte den Wandel und der Unruhe in der Politik herbeiführen. Dadurch können eben diese neuen politischen Bewegungen entstehen und auch neue Parteien dabei hervorkommen. Es ist ja auch gerade einiges schon im Entstehen und sich wandeln. Und es kann aber auch zu Unruhen und Protesten kommen, die von diesen neuen Bewegungen ausgelöst werden. Also ihr seht eine sehr, sehr aufregende Zeit. Zu einem Krieg, zu einem Weltkrieg wird es nicht kommen. Das sagt die geistige Welt auch ganz klar und sie steht dahinter uns. Jetzt ist meine Katze gekommen.
Eieiei. So, ich habe sie mal rausgelassen, damit sie draußen sein kann, sonst würde sie uns jetzt die ganze Zeit stören. Und jetzt mache ich mal weiter. Also, wir waren gerade in Deutschland mit diesen verschiedenen politischen Bewegungen, die vieles verändern können. Wenn wir einen Blick auf die Vereinigten Staaten werfen, dort könnte es eventuell zu einem Aufruhr gegen die Regierung kommen. Dort ist es sehr am Brodeln 2024. Man wird es sehen. Ich spreche jetzt so ungefähr vom April, wobei Zeitangaben sind immer schwierig zu machen. Und in China könnte es zu Änderungen in der Gesetzgebung kommen, die auch verschiedene Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Auch da können wir gespannt sein. Insgesamt, es wird keinen Krieg geben. Es wird keinen Dritten Weltkrieg geben. Das muss ich euch ganz deutlich sagen. Soweit wird es nicht kommen. Da ist auch die geistige Welt dabei, uns zu unterstützen. Und es wird nicht zum Äußersten kommen. Dann schauen wir uns mal die spirituellen Auswirkungen an, die also jetzt nächstes Jahr auf uns zukommen. Da haben wir eine Expansion, eine Ausdehnung des Bewusstseins in der Spiritualität. Also es wird uns alle sehr nochmal höher in die Bewusstseinsebenen hineintragen. Und es heißt also, es könnte direkt zu einem Aufschwung des spirituellen Interesses der Bevölkerung führen. Das heißt also, wir bekommen mehr Zulauf, weil immer mehr Menschen sich die Frage stellen, was das hier alles soll und eben in die Aufwachphase hineinkommen. Und es können auch neue spirituelle Bewegungen entstehen, neue Wege des spirituellen Erwachens und der Transformation. Also es ist alles wirklich in einem großen, ja, Veränderung. Also wir sind ja in der Zeit der Veränderung und nächstes Jahr nimmt es irgendwie ja besondere Formen an. Konkrete Beispiele für eine mögliche spirituelle Auswirkung der Jupiter-Uranus-Konjunktion wäre zum Beispiel eine neue Welle des Interesses für alternative Spiritualitäten wie Yoga, Meditation und Schamanismus. Also da könnte ein großer Zulauf nochmal kommen. Und insgesamt eine neue Offenheit für diesen Dialog und Austausch mit Gott, mit Gebeten, mit der Zuwendung durch dieses höhere Bewusstsein. Und das ist etwas Wundervolles, denn wenn die Menschen zurück zum Gebet finden und wenn das nicht in dieser Zeit geschieht, dann frage ich mich, wann denn dann? Und das ist ein gutes Zeichen, dass also alles sich noch zum Guten wenden wird und dass wir leichter, das mit dem Guten meine ich ja immer, dass wir leichter in diese schöne Zeit hineinkommen. Denn wir leben in dieser aktuellen Zeit, wir haben die Chance, wirklich alles so zu kreieren, dass es wunderschön und gut wird. Und da sollten wir immer dran denken. Und so gehen wir eben durch diese Schwierigkeiten hindurch, die sich ergeben können. Und je nachdem, es ist auch für jeden persönlich nochmal anders. Das ist ja jetzt eine ganz allgemeine Deutung. Und letztendlich ist das, was wir hier erleben, dafür sind wir inkarniert, dafür sind wir hier, um eben den großen Schritt zu machen, aus der Dualität hinaus in die 5D-Ebene. Genau, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen noch die Numerologie an. Da haben wir ja 2024, haben wir zweimal die 2 drin, einmal die 0, einmal die 4. Und wenn wir die 2 anschauen, die 2 steht für die Dualität. Es ist einfach hier dieses Hin und Her in der Dualität. Sie steht auch für Partnerschaft, für Gleichgewicht und zwischen den Beziehungen. Und das könnte natürlich, kann man auf die persönliche Ebene beziehen, aber auch dieses Gleichgewicht der Beziehungen kannst du auch politisch und gesellschaftlich sehen, je nachdem, wie diese beiden Ebenen eben politisch zusammenarbeiten. Das ist der Punkt, das wird man sehen. Und es ist einfach wichtig, dass wir ein Gleichgewicht wieder in die Gesellschaft und in alle Bereiche hineinbringen. Man könnte auch die Null noch anschauen. Die Null, das ist ganz witzig, bedeutet nichts und gleichzeitig alles. Ja, das heißt also, die Null steht für die absolute Freiheit und zu Gott. Und das ist auch nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Über die Null wird ja bestätigt. Ich weiß, die Null ist schon lange in den Jahreszahlen drin. Aber jetzt gerade in den Zeiten der Krisen
bedeutet die Null noch mal ein bisschen mehr, den Weg zurück zu Gott zu finden. Sie steht für die innere Erfüllung und spirituelle Weiterentwicklung, und das ist ja genau das, was uns gerade sehr betrifft. Die Zahl 4 ist mit Stabilität, Organisation und Fleiß verbunden. Das heißt also, Fleiß heißt auch harte Arbeit und Ausdauer. Das werden nächstes Jahr nötig sein, um voranzukommen. Es wird nicht so einfach sein, heißt es. Man muss hart arbeiten. Die Zahl 8 steht für Erfolg, Fülle, Überfluss und die Autorität. Jetzt kann man das auf verschiedene Weisen interpretieren. Wenn man jetzt mal guckt auf die Autorität, dann bedeutet es, dass wir nächstes Jahr in der Führung eine große Verantwortung gefragt ist, also für die Menschen, die uns führen, wirklich eine riesengroße Verantwortung und harte Arbeit da sein wird, um das alles ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist also und auch eine sehr große Aktivität wird sein, gerade in diesen Bereichen, um wieder dieses Gleichgewicht herzustellen, was wahrscheinlich nächstes Jahr noch nicht so richtig gelingen wird. Aber ihr dürft, also jetzt, ihr habt schon gesehen, man kann verschiedene Zahlen verschiedentlich interpretieren. Das kommt immer auf die Interpretationsansicht desjenigen an, der das gerade eben vorträgt. Und von daher ist alles möglich in diesen Bereichen. Ja, du kannst auch zum Beispiel bei der 8 wirklich deinen Fokus auf Erfolg, Fülle und Überfluss legen und nicht jetzt auf die Autorität und auf diese problematischen Dinge. Also auch das. Das heißt also, für dich persönlich oder für uns persönlich, wenn wir uns auf die positiven Dinge der Zahlen konzentrieren, ziehen wir die ja auch wieder an in unserem Leben. Und genau das ist sehr wichtig, dass wir immer den Fokus auf das Positive halten, völlig egal, was im Außen um uns herum geschieht. Und das sagt die geistige Welt jedes Mal. Es ist wichtig, dass wir in der Mitte in unserem Herzen sind. Und dann kommen wir gut durch jede Zeit hindurch. Und das bedeutet auch, wenn ich da jetzt noch mal drauf eingehe, wie sollen wir uns denn jetzt verhalten in diesem Jahr oder jetzt auch schon? Es ist immer so, wenn man sich Veränderungen verschließt, dann werden sie immer schwieriger. Dann wird es für einen selbst immer schwieriger, dass man sie bewältigen kann. Also seid offen für die Veränderungen, geht mit, passt euch an, so ist, wie es sich für euch gut anfühlt. Das ist das Wichtige. Und habt auch den Mut, Veränderungen, die jetzt Pluto mit sich bringt, einfach anzunehmen, egal, auch wenn Herausforderungen dabei sind. Denn jeder kann daran wachsen. Jeder kann wachsen und dann dadurch einen Schritt weiterkommen. Ne? Und wichtig ist das Vertrauen in sich selbst, einfach die Veränderungen zu meistern und zu wissen, dass du alles kannst, was du möchtest. Und jetzt schauen wir noch auf Österreich und auf die Schweiz, weil wir sind ja, ja, sag ich mal, in den deutschsprachigen Bereich gehören die ja alle zusammen, wenn du so willst. Und Österreich ist jetzt ein relativ kleines Land inmitten einer großen Welt, könnte man sagen. Und daher ist es besonders wichtig, dass Österreich sich an den Wandel der Welt anpasst, um eben mit dabei, um den Faden nicht zu verlieren und dann auch durch den Wechsel von Pluto in den Wassermann sich als ein innovatives und zukunftsorientiertes Land zu positionieren. Also diese Chance ist für Österreich dabei nächstes Jahr. Und Österreich hat ja auch eine lange Geschichte der Innovation und des Fortschrittes. Und das Land ist ein Pionier in vielen Bereichen, wie zum Beispiel Medizin, Technologie oder Kultur. Und der Wechsel von Pluto in den Wassermann könnte Österreich dabei helfen, diese Tradition wirklich fortzusetzen. Also eine große Chance, immer noch ein Player mit dabei zu sein. Und Österreich ist ja auch ein Land mit starken sozialen und kulturellen Identitäten. Und es ist bekannt auch für seine Gastfreundschaft. Ich bin immer so gerne in Österreich. Früher waren wir da Skifahren, das war so toll.
Und auch die Lebensqualität und seine vielfältige Kultur zeichnen ja Österreich aus. Und der Wechsel von Pluto in den Wassermann könnte Österreich dabei helfen, diese Werte zu stärken sozusagen und sich zu einem noch attraktiveren, wundervollen Land für Touristen zu entwickeln. Das zu Österreich. Ja, und jetzt kommen wir zu der Schweiz. In der Schweiz ist es ein bisschen schwieriger als wie in Österreich. Dort spielt die Zunahme der Arbeitslosigkeit und der Armut, bedingt durch die Arbeitslosigkeit, also in Anführungsstrichen natürlich, die durch eine wirtschaftliche Krise ausgelöst wird, könnte eine große Rolle spielen. Das heißt, man muss sich dort umorientieren und den Menschen mehr Halt geben und die aktuelle Situation anpassen, sodass dort wieder Sicherheit einkehrt. All das wird möglich sein. Und die Schweiz hat halt auch noch ein Problem, dass die Menschen dort, dass es dort mehr ältere Menschen geben wird. Und das kann zu einer Reihe von Herausforderungen führen, die ja, eine Zunahme der Gesundheitskosten und so weiter, also die sozialen Dinge werden dort eher zunehmen, aber auch das kann man in den Griff bekommen und dann den Menschen wieder angenehm machen. Die Herausforderungen in der Technologie ist eine Sache, was die Schweiz auch noch aufarbeiten muss, um da ja im allgemeinen internationalen Bewerb mithalten zu können. Letztendlich haben wir in jedem Land die Möglichkeit, alles gut zu machen. Und das, was im Außen passiert, das sollten wir persönlich nicht auf uns wirken lassen, sondern wirklich in unsere Kraft und Stärke gehen und uns von all den Dingen, die hier gesagt wurden, das Positive herauszunehmen, um eben dann in unserer Persönlichkeit zu wachsen. Und ihr habt gehört, die Spiritualität hat eine sehr große Chance wieder und wir werden immer mehr werden. Und genau das ist wichtig, denn je mehr wir sind, umso friedlicher wird es auf der Welt werden. Und jetzt lade ich euch noch ein zu einer wunderschönen Meditation, einfach um in der Kraft zu sein und um auch Licht und Liebe auf die Erde zu senden, damit wir gut durch nächstes Jahr hindurchkommen werden. Nächstes Jahr erwartet uns das Marana Festival Ende Juni und dort wird es natürlich die wichtigsten, besten, schönsten Botschaften geben und wir werden wieder zusammen ganz, ganz, ganz aufregende Übungen machen. Das ist das, was mich am meisten freut. Das wird also wunderschön werden. Wir werden wieder in Kirchheim sein. Ihr könnt euch schon anmelden und vor allen Dingen, der Link ist unter dem Video und vor allen Dingen muss ich euch sagen, wenn ihr ein Zimmer im Ashram möchtet, dann am besten jetzt schon reservieren, denn sonst sind die Plätze wieder sehr schnell weg. Natürlich gibt es auch noch andere Übernachtungsplätze, ist ganz klar, aber je nachdem, was ihr eben möchtet. Ja, und jetzt wünsche ich euch gleich ganz viel Freude bei dieser Botschaft. Ich stimme mich ein. Geliebte Menschen, geliebte Herzensmenschen, ich rufe die Luminea-Engel für euch. Und so zieht ein die Energie der Luminea-Engel. Sie breiten ihre Flügel aus und sprechen voller Liebe zu dir. Geliebte Seelen des Lichtes, wir freuen uns, bei euch sein zu dürfen und wir werden einen jeden einzelnen von euch begleiten. Wir werden euch Sicherheit und Halt geben und ihr werdet sehen, dass dadurch alles einfacher werden kann. Und so vergesst niemals, uns zu rufen, denn wir sind für euch da. Und so ist also eine Zeit der inneren Einkehr
gerade jetzt wichtig für euch, eine Zeit, in der ihr selbst mit Gott sprechen könnt, eine Zeit, in der ihr viel näher zu Gottes Liebe kommen könnt als in anderen Zeiten. Und dies ist eine wundervolle Zeit. Und so möchte ich euch sagen, nutzt jetzt diese Botschaft, diese hohe Energie, die zu euch fließt, um ein Gebet mit Gott zu sprechen. Wir die Engel, und jetzt sprechen wir ganz allgemein von allen Engeln, wir sind die Boten Gottes und wir halten die Energien so hoch, wie es möglich ist. Denn je höher die Energie ist, umso einfacher ist es, ein Gebet zu sprechen. Und wenn du bereit bist, in deinem Innersten jetzt dein Gebet zu sprechen, mit all deinen Wünschen für all das, was dir wichtig ist, dann ergreife diese Chance und sprich nun mit deiner inneren Stimme die Worte, die du auf dem Herzen trägst. Wir halten für dich die Energie und wir summen leise die Töne der Liebe. Und so ist es geschehen. Deine Worte wurden gehört. Wir haben jeden Ton sanft nach oben in das Zentrum des All-Einen gebracht. Und wir danken dir sehr für dein Licht. Wir danken dir so sehr, dass du inkarniert bist in dieser Zeit. Und wir schätzen dein Licht. Wir schätzen deine Größe und deine Stärke. Und glaube uns, du bist so viel mehr, als wie du dir vorstellen kannst. Und so legen wir nun unsere Hände auf deine Schultern, um dir zu zeigen, wie großartig und stark du bist, um dir zu sagen, du bist das Beste, was die Erde trägt. Und so spüre unsere Energie und Liebe, wie sie nun in dich hineinfließt, um dir zu sagen, dass wir dich so sehr lieben. Und so verabschieden wir uns jetzt von dir mit dem Segen des Lichtes voller Freude und Zuversicht. Alles wird gut, alles ist gut. Schreitet voran, wir sind bei euch. Ich danke den Luminärengeln, ich danke einen jeden einzelnen von euch, dass ihr heute hier wart. Und wenn euch diese Botschaften gefallen und ihr gerne mehr haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal und betätigt auch die Glocke, damit ihr sofort informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Ich verabschiede mich voller Liebe von euch. Bis zum nächsten Mal.